Habibi! Hey, auf den haben wir doch gewartet, Bruderherz. Das ist der Shit, so. Oh shit. Oh shit. Manuel, nicht hier! So, nächste Folge Sin DC ist on deck. Wir sind stehen geblieben bei die Rache des PA Sports. Die haben uns reingezogen, die Rache. Wir sind bei 11. Bazaar mit PA Sports, Manuel sind Synergy. Synergy zum ersten Mal, glaube ich. Für mich. Warte. Like aus Prinzip, Vejo. Warte mal kurz. Einfach frische Karotten, na Mann. Guck mal, Flair da hinten. Der zeigt einfach Mittelfinger, Dicker. 1 Kilo Orangen, 1,75 €. Kapitals Pizza ist die Pizza für dich und mich. Meine eigene Pizza. Belegt mit Rindersalami. 100. Belelek. Weißt Bescheid. Guck mal, Bratan, guck mal, Rindersalami. Wir geilen nicht mit dem Belag, Digga. Bei uns ist full. Mit einem Dreikäse-Mix und natürlich eine vegetarische. Was haben die für. Oh shit. Vegane Daut, man. Dann Chicken McNuggets dazu suchen, Mann. Übertrieben lecker. Walla, ich habe auch Hunger auf Chicken Nuggets bekommen, Mann. Thunfisch, Thunfisch. Was ist das, Bruder? Cheeseköfte. Mit Gouda-Käse, Soju-Köfte, Köfte mit Thunfisch, Thunfisch. Was soll das denn? Die schmecken unnormal. Alter, das geht doch nicht. Ekelhaft. Ey, ich mach das wirklich mit Liebe. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Mach die Baba-Grillplatten des Todes. Ey, bitte, Land, ich muss was trinken. Trink mal noch einen Chai, ja? Haftis Hähnchengrill, Stuff. Dicker. Hat er den Laden? Hat der Hafti den Laden oder war das jetzt eine Idee von Sin DC? Was geht ab, Leute? Mein Name ist Haftbefehl. Ich lasse die Hähnchen aus dem Stall. Wir verkaufen mehr Hähnchen als Wienerwald. Wir nehmen nur die besten Zutaten, alles Bio. Bös! Amen, Marui. Warum, Bruder? Warum? 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 Ich will Geld verdienen. Ich brauche 40 Millionen für ein U-Boot, damit ich Kokain schmuggeln kann. Bruder, willst du mich verarschen? Amenacho im Land, was hast du gemacht? Das ist typisch mir. Amenacho im Land, was hast du gemacht? Damit verdient er seine Patte, Land. Ich habe einfach keinen Bock auf Musik, Digga. So. Mein Traum ist es so, in 2-3 Jahren mit, oder vielleicht in 5 Jahren mit Musik aufzuhören und ein geiles Steakhouse oder so aufzumachen. Ich habe Eier, ich habe Schwanz. Also habe ich Qualität. Nicht. Alles. Esst doch erstmal, schluckt das eine runter, dann. Ekelhaft. Ja, dann kauft euch was anderes. Oder ich lasse es erstmal sein. Warum nicht, Bruder? Kein Geld. Minus. Amenarin. Tu nicht so, als würdest du keine Patte machen, Alter. Komm jetzt, Alter. Ich schwör dir, Alter. Scheiß drauf, lass abhauen. Ey, Bruder, bleib mal hier, Bruder. Wo willst du hin? Trink mal noch einen Chai, ja? Aber hallo, 100 Jahre Garantie. Aber hallo, 80 Jahre Minimum. Fick in diesen Pinguin, ich fick in diesen Hund. Man muss. Ey, wann hat PA eigentlich über einen Pinguin geredet, so? Wo, bei was? Was war die Situation, wo der über Pinguine geredet hat, Digga? Den Hack geben den Jungs auch zwischendurch, Bruder. Der Farbe. Habibi! Hey, auf den haben wir doch gewartet, Bruderherz. Ich wollte schon sagen, irgendwie ist die Folge nicht gleich wie die anderen Folgen. Auf uns einig. Warum steht er auf einem Stuhl, verdammte Scheiße? Guck mal, kleine PS-Bots. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen. Checkt die Früchte ab. Hier, Pistazie, Baklava.
Honig, Blaubeere, Wassermelone. Das ist unsere Traube, die einzigartig ist. Limoncherin. Limoncherin sind übrigens diese iranischen süßen Zitronen. Das ist wild. Frisch. Sehr frisch. Also es muss immer irgendwas mit Orange sein. Ob Orange Minze, Orange Cream. Ich will den ganzen Tag Manuelsen gucken und hören, Digga. Orange, Coca-Cola, Orange Bubblegum, mach Orange mit Apfel, aber wenn da kein Orange drin ist, dann geh weg mit diesem Mann. Schnittform, dies, das, Konsistenzen, Aromas, dies, das. Ja, ihr müsst schnell zuschnappen, weil sonst ist alles weg. Geile Sachen auf jeden Fall, richtig krass sagen. Ey, hier kosten die Shisha 100 Euro, Alter, was geht hier ab? Verkauf mir diese Schuhe. Ich hab keine Ahnung von sowas. Klick die Vase hin, du Hund. Fang mir nicht an mit dem Scheiß. Leck die Vase hin, du Hund. Eine miese Brille, Alter. Mit echt Gold Versatzköpfen. Was ist das für eine Fickbrille, die du anhast? Guck mal, wie du aussiehst, Land! Gold, dies, das, Rolex, Rolex, Rolex. Zertifiziert, ne? Rechtskonform. Wenn ihr vorbeikommt und sechs kauft, kriegt ihr eine Pfeife dazu. Rechtskonform. Geschenkt. Mazbut oder Mazbut? Verarschen mich doch, Alter. Das ist eine Verarschung. Original. Das ist alles Chrom und alles. Richtige Zinker. Sein Gesichtsausdruck. Richtige Zinker. Rolex-Laden oder was? Bezüglich dieser Rolex. Keine gefälschte Rolex. Gefälschte Rolex. Ich weiß nicht, bei welchem Eierdieb du dann dir deine Rolex ausgesucht hast, ne? Das ist eine Sonderanfertigung. Die kann man sich machen lassen. Ja, weil kannst du bei jedem Araber kaufen. Midnight Black Samsung S9 Plus. Hoppala, Zippig. Was ist das? Was? Das ist nicht euer Ernst. Das ist mein Ding. Diese Cindy. Aiwa! Ihr müsst zuschnappen. Bruder, Walla, die sind krass. Ist halt eine Wertanlage so. Ist halt eine Wertanlage so. Ich kauf dich, Digga. Komm, wir kaufen uns einen. Ja, gar keine Frage, klar. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Kauf. Digga, was für Charaktere wir auch in den Deutschrap-Szene haben. Das ist schon auch wild so. Ich hab mal mit Baro letztens haben wir uns unterhalten, wenn wir einen Movie machen würden, was für einen wir machen würden. Und das wäre auf jeden Fall einer, der ein bisschen funny wäre, weil wir auch einfach kaputte Typen sind so. Und es ist echt nicht schwer, da Leute zu finden in Deutschland, weißt du? Die ein bisschen kaputt sind, ein bisschen funny, lustig, trotzdem Rapper und so. Haben wir schon ein paar lustige Charaktere in der Szene, Digga, muss man schon echt zugeben. Alles, Amenaröhm, alles, tamam, alles. Ich küsse dein Herz, PA. Mein Hack steht auf meinen Eiern. Liest du überhaupt den Chat? Ja, die ganze Zeit, aber ich werde keine Fragen beantworten, während ich reacte so. Schreib lieber was zu der Reaction, weißt du, anstatt mir irgendwelche Fragen zu stellen. Warum ich in Mexiko bin oder so. Das ist so der Shit so. Das ist der Shit so. Oh shit. Wo ist die Quittung davon? Wo ist die Rechnung davon? Willst du mich gerade verarschen? Damit du es von der Steuer absetzen kannst und so weiter und so fort. Ich? Zur Gesetzeslage. Alles ist rechtskonform. Ich bin zu 430% im Recht. 430? Oh shit. Man sieht PA nicht mehr, warte. Nein. Geht vor meine Eier! Jungs, das sind Bullen! Die Schwanzbande. Polizei überall hier, alles Problem. Polizei, alles okay, Mann. Polizei, dann. Onkel Polizei, wie geht's? Ich ficke diese Cops, ich knall die alle ab, dann. Ich fick euch. Ich muss jetzt einen wegwichsen hier. Steph, Bruder! Du kleiner Nutten, ich fick dich! The fuck, Aslak, motherfucker! Motherfuck! Ja, Mann! Jetzt geht ihr alle ficken! Geh, dann geh, Alter! G! Ey, der sieht dem nicht so ähnlich. Animus ist. Alle, wie ihr da seid. Manuel! Sieh hier! Manuel! Manuel! Nicht hier! Manuel! So, wenn ihr nochmal Faxe macht, wir machen so. Geht von
meine Eier. Police! Freeze! Bruder. Die Straße ist dreckig, Lang. Die ist dreckig. Die ist dreckig, da ist nur Dreck. Lang. Die Straße ist dreckig, Digga. Ey, Bruder, Sin DC. Bro. Bro. Hat er eigentlich mal erzählt, wie lange für so eine Folge braucht? Oh, Hund. Und Tamam, ich hab verstanden. Lass du mal Kastenstall zur Seite, ihr Salami. Gib mir meine Eier! Mach doch Fußfessel. Dornsohn! Und der Gangster, der geht nicht in den Knast, Alter, eigentlich. Der Schlaue, der Idiot geht in den Knast, Alter, so. Bruder, es gibt nichts Besseres als Knast für Training. Ich fick diesen Tag. Es gibt nichts Besseres als Knast für Training. Schmarter, wohin diese Acting? Das sind die geilsten Dinger. Sinan erinnert mich immer an einen Kollegen, den ich damals hatte, der auch immer rein und raus gegangen ist. Peach! Notke! Crazy, Sin DC, wirklich crazy, Bro. Crazy, ganz, 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 ganz crazy, was du hier verzapfst. Boah, steht euch vor, das wäre der echte Manuelsen, Bro. Stell dir vor, der wird echt so tanzen, Dicker, einfach so in einem Video. So will ich den Bruder fühlen, ja, ich schwöre dir. Ach ja, manchmal wünschte ich mir, dass der mit uns so groß geworden wäre, ey. Geil. Alright.